Unsere nächste Referentin heißt Jeva Antschewska. Sie kommt aus Lettland. Herzlich willkommen, Jeva. Guten Tag, alle liebe Leute hier in München und aus verschiedenen Ländern. Und ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein kann. Und ich bin sehr dankbar für die Einladung, dankbar für die Informed-Team, für alle die Leute, die die große Arbeit gemacht haben und das alles so schön und gut organisiert haben. Ja, wie das schon da steht, ich bin Ethnologin und arbeite auch praktisch. Also ich prüfe viele von unseren alten Heilmethoden, wie sie wirken und vergleiche oft mit neuen wissenschaftlichen Forschungen. Und dann sehe ich das, ja, dass die alte Tradition sehr kraftvoll und wirksam ist. Aber zuerst ein wenig über... über das Land. Lettland liegt in Nordosteuropa an der Ostküste der Ostsee. Das ist im Zentrum des Baltikums gelegen. Das Land ist flach und 40% seiner Fläche sind von Wäldern bedeckt. Es besteht aus fruchtbaren Flachlandebenen und leichten Hügeln. Lettland hat viele Flüsse, tausende Seen und 500 Kilometer lange Meeresküste mit schönen Sandstränden. Die lettische Sprache gehört zu der baltischen Gruppe der indoeuropäischen Sprachfamilie. Die einzige noch lebende verwandte Sprache ist Litauisch. In der Geschichte haben die Letten einzelne Familienbauernhöfe dem Leben in Dörfern vorgezogen. Die lettische Seele war am ehesten in den kleinen Familienbetrieben und Bauernhöfen in der Nähe der Natur beheimatet. Dort entstanden die lettischen Werte und Traditionen und dort werden sie noch heute bewahrt. Ganz egal, ob Stadt oder Landbevölkerung, das lettische Volk verehrt die Natur. Die Letten hatten früher ein Weltbild, das typisch für jedes Naturvolk ist. Der wichtigste Grundsatz war, dass der Mensch ein Teil der Natur ist. Darüber erzählt ein schönes Volkslied. Das kann man auch hier sehen. Das Zimmer von Gottheit Mara oder Mutter Erde ist voll mit kleinen Wiegen. Wenn man eine von denen bewegt, dann schaukeln alle mit.